Einen schönen guten Nachmittag. Ich höre mich hier mit Schall. Ist das so geplant? Egal, soll ich einfach mal weitersprechen? Ja? Okay. Oder ich warte. Wir können uns ja mal angucken. Ja, ich höre mich auch mit Schall tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dass es nicht nur diesen großen, wunderschönen Räumlichkeiten hier im alten Rathaus geschuldet. Ja. Sondern es hat was mit der Technik zu tun. Ich frage mal gerade unsere Technik im Hintergrund, ob man uns gut hören kann. So. Ansonsten reden wir jetzt so, ne, wie wenn wir in so einem großen Festsaal genau. Hier sitzen und genau, bei einem schönen, jetzt ist weg. Genau, alles super. Perfekt, dann legen wir los. Also, liebe Bonnerinnen und Bonner an den Bildschirmen, herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde unserer Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Sie dürfen bei Frag die OB ja in den Chat auf Bonn macht mit Ihre Fragen eintragen und genau, dann stelle ich die gerne in Ihrem Namen an Frau Dörner. Und an der Stelle auch herzlich willkommen in Ihrer eigenen Sprechstunde. Ja. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, genau. Es ist 6 Wochen her, dass wir das letzte Mal zusammen hier saßen. Und was ist denn so in der Zeit bei Ihnen passiert? Haben Sie irgendwelche interessanten Dinge ins Rollen gebracht für Bonn? Wo stehen wir da momentan? Also es ist sehr viel passiert in den letzten 6 Wochen. Ich glaube, das Wichtigste auch für mich war, dass wir eine Ratssitzung hatten, bei der der Haushalt der Stadt beschlossen worden ist. Weil der Haushalt ist ja in Zahlen gegossene Politik, was nicht im Haushalt ist, also was nicht mit Geld hinterlegt ist. Dinge, für die man Geld braucht, die kann man dann nicht machen. Und deshalb ist die Verabschiedung des Haushalts und auch des Stellenplanes der Stadt extrem wichtig gewesen. Es ist uns gelungen, da sehr gute Akzente zu setzen, insbesondere mit Blick auf meine strategischen Ziele, die strategischen Ziele der Stadt. Natürlich insbesondere die Frage Klimaschutz. Da können wir jetzt deutlich mehr investieren beispielsweise. Ein Schwerpunkt ist auch klar die Verkehrswende. Wir haben ja als Stadt sind wir dem Radentscheid beigetreten und haben gesagt, wir wollen die Anliegen, die im Radentscheid formuliert sind, auch in konkrete Politik in Bonn gießen. Dafür brauchen wir Stellen beispielsweise im Planungsamt, wir brauchen aber auch Investitionskosten. Und das ist jetzt alles mit dem Haushalt beschlossen. Das heißt, ich kann auch als Oberbürgermeisterin mit meiner Stadtverwaltung jetzt nochmal ganz anders loslegen bei den Zielen, die mir eben auch besonders am Herzen liegen. Deshalb war diese Beschlussfassung in der letzten Ratssitzung sehr wichtig für mich. Mhm. Und eine Sache, die ja auch in den letzten Wochen war, das war die Europameisterschaft, ja, wo Deutschland ins Turnier gestartet ist und dann auch im Achtelfinale ausgeschieden ist. Ist vielleicht auch ganz gut, mal hier das an der Stelle festzuhalten. Und heute ist ja ein besonderer Tag. Heute spielt England gegen Dänemark bereits im Halbfinale. Da mal kurz vorab an Sie, auf wen setzen Sie denn heute Abend und wer wird Europameister? Also vielleicht ist da ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedankens, aber ich setze auf England. Mhm. Ja. Ich habe ja auch eine gewisse Fußballsozialisation in England genossen. Während meiner Studienzeit in York war ich da tatsächlich häufiger in Manchester, aber auch in Leeds im Stadion. Und deshalb habe ich ein kleines Herz auch für den englischen Fußball. Er kann vielleicht nicht alle verstehen, ja, aber bei mir ist das so. Und deshalb habe ich ein bisschen die Hoffnung und setze auch darauf, dass England heute Abend gewinnt und Europameister wird. Alles klar, sehr schön. Wobei die Dänen sind auch extrem sympathisch, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Die haben eine tolle Geschichte, ne? Auch während dieser Europameisterschaft. Vorab wurde schon das Thema auch Modellkommune im Bereich Tempo 30, also Temporeduzierung innerorts auf 30 km/h zu beschränken oder eben zu ermöglichen, dass Kommunen entscheiden können, dass sie eben 30 km/h innerorts nur haben möchten. Und da wäre jetzt die Frage, ob Sie uns da mal so ein bisschen mitnehmen können, wo stehen wir da gerade und wann kann man mit einer Umsetzung auch rechnen, dessen, dass das für die Stadt Bonn möglich wird? Also die Stadt Bonn hat ja schon im März
ans Bundesverkehrsministerium geschrieben und hat das quasi beantragt, dass wir Modellkommune werden können, um Tempo 30 innerorts flächendeckend einführen zu können. Was wir uns da konkret vorstellen, bedeutet, heute ist die Regelgeschwindigkeit innerorts ja 50 und man kann Ausnahmen definieren, und da ist dann das Tempolimit 30. Und wir würden das gerne umdrehen und sagen, grundsätzlich haben wir innerorts 30 und man kann aber an bestimmten Stellen, wo das eben Sinn macht, 50 als Ausnahme festlegen. Und leider ist es heute so, dass die bundesgesetzliche Regelung da sehr enge Grenzen den Kommunen setzt, wann man tatsächlich beispielsweise Tempo 30 auch umsetzen kann. Uns passiert das relativ oft hier in der Stadtverwaltung in Bonn, dass es beispielsweise Bürgeranträge gibt von Bürgerinnen und Bürgern, die beantragen, eine bestimmte Strecke auf 30 zu reduzieren. Und wir schauen uns das an und finden es eigentlich selber auch sinnvoll. Aber die bundesgesetzlichen Regelungen geben uns da halt keinen Handlungsspielraum. Und das war für uns der Impuls zu sagen, wir wollen Modellstadt werden und dieses Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts ausprobieren, auch mit einer wissenschaftlichen Begleitung, um zu gucken, wie wirkt sich das aus. Und jetzt hat sich das, wie ich finde, sehr positiv ergeben, dass auch über den Deutschen Städtetag, der letzte Woche getagt hat, sich 8 Kommunen sind das mittlerweile zusammengetan haben, die ein Städtebündnis gegründet haben, um eben Modellkommune für Tempo 30 werden zu können. Ich glaube, das Interessante ist auch, dass so ziemlich alle Farben von Oberbürgermeistern da mit im Boot sind. Also ich als grüne Oberbürgermeisterin, aber auch sozialdemokratische Oberbürgermeister, Münster mit einem CDU-Überbürgermeister, woran man halt erkennt, es ist eine breite Bewegung in den Städten zu sagen, wir wollen die Möglichkeit haben, das für uns selber zu bestimmen. So, und wir brauchen dafür eine bundesgesetzliche Regelung. Also aktuell ist Andi Scheuer unser Ansprechpartner für diese Frage. An den richtet sich auch unsere Bitte, uns das zu ermöglichen. Aber natürlich ist es auch eine Frage, wie entwickelt sich das dann nach der Bundestagswahl? Gibt es dann mehr Spielräume beispielsweise, um wirklich Modellkommune zu werden? Aber wir brauchen ein Go vom Bund, von der Bundesregierung. Wir als Kommunen können das leider nicht allein entscheiden. Mhm. Vielen Dank. Die erste Frage im Chat war jetzt zum Thema Flugplatz in Hangela. Und da wird gesagt, dass die Stadtwerke Bonn wohl mit 50% auch Anteile daran haben an dem Flugplatz. Und die Frage ist jetzt, passt der Flugbetrieb mit Verbrennungsmotor zur angestrebten Klimaneutralität der Stadt? Wie denken Sie außerdem über 365 Tage Fluglärm rechtsrheinisch? Mhm. Also wir haben sowohl was Hangela angeht, aber natürlich noch viel mehr, was den Flughafen Köln-Bonn angeht, eine starke Belastung durch Fluglärm bei uns in der Region. Und ich bin da auch jetzt zunehmend im Gespräch, beispielsweise auch mit den Initiativen, aber auch mit dem Flughafen. Mit Hangela direkt habe ich noch keine unmittelbare Kommunikation gehabt, aber mit dem Flughafen Köln-Bonn. Weil wir ja, ich sag mal, auch mit der grünen Brille uns immer sehr stark gegen Fluglärm engagiert haben und uns auch für ein Nachtflugverbot beim Flughafen Bonn-Rhein-Sieg stark gemacht haben. Wir haben auch als Stadt Bonn, auch schon unter meinen Vorgängern, uns immer für Nachtflugregelungen eingesetzt, auch über die Gremien, die es bei den Flughäfen gibt. Und da werde ich auch weiter dran sein, weil ich weiß, dass das für die betroffenen Personen eine sehr große Belastung ist. Und es ist natürlich auch eine Klimaschutzfrage, ist ja in der Frage auch mit angetickt, diese Thematik, dass natürlich der Flugverkehr auch einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsbelastung beiträgt. Auch da müssen wir natürlich hingucken. Mhm. Wäre natürlich schön, ne? E-Flugzeuge oder sowas, wenn es das gibt, früher oder später. Die Zukunft wird es zeigen. Die nächste Frage, da ging es um das Thema, überall in Bonn finden sich queerfeindliche Kritzeleien. Was kann die Stadt dagegen tun? Und wie positionieren Sie sich als OB zu diesen Kritzeleien, aber wahrscheinlich auch
Darüber hinaus, es wird noch gefragt, was die Stadt tun kann, um konkret Solidarität zu zeigen, genau, außer Flagge hissen. Also das ist auch schon bei mir angekommen. Ja, ich finde das auch super, wenn Leute solche Kritzeleien dann auch melden. Ne? Das Erste, was wir natürlich machen können, ich sag mal auf so einer operativen Ebene, ja, dass wir die entfernen. Und das finde ich auch wichtig, ja, dass das entfernt wird. So. Und darüber hinaus ist es unsere Aufgabe, eine Gesellschaft zu schaffen, auch natürlich bei uns in Bonn, in der es keine Toleranz für derartige Äußerungen gibt. Ja. Wir haben jetzt beispielsweise auch, Sie haben jetzt gesagt, jenseits von Flaggen, aber mir war es schon wichtig, ja, dass wir an dem Abend des Ungarn-Spiels als Stadt Bonn gesagt haben, natürlich, ja, beflaggen wir das Adelte Rathaus mit der Regenbogenflagge, weil es einfach, fand ich, für eine Kommune wie Bonn ein total wichtiges Zeichen ist. Wir machen eine ganze Reihe von Dingen, um die queere Community auch in Bonn zu unterstützen. Also beispielsweise im Sommer Bonns Bunte, also unsere Pride, ja, auch mit zu unterstützen durch Beflaggung, aber auch operativ. Und wir haben uns jetzt sehr konkret vorgenommen, das GAP, das schwul-lesbische, das queere Jugendzentrum, das wir hinten in der Wilhelmstraße haben, mehr noch zu unterstützen, als das bis dato der Fall gewesen ist. Die haben ja auch sehr begrenzte Räumlichkeiten und das ist beispielsweise auch im Koalitionsvertrag der Ratsmehrheit festgeschrieben, dass wir die unterstützen wollen und auch durch mehr finanzielle Mittel dafür sorgen wollen, dass die in adäquate Räumlichkeiten kommen. Also die Räumlichkeiten sind beispielsweise auch nicht barrierefrei. Und das ist ja auch kein akzeptabler Zustand für ein queeres Jugendzentrum. Also da sehe ich schon auf der Seite der Stadt auf den unterschiedlichsten Ebenen Handlungsmöglichkeiten, ja, von symbolischen Dingen, die man aus meiner Sicht aber auch nicht unterschätzen sollte, ja, was das eben auch an Signalwirkung in die Stadt hat, bis zu so ganz konkreten Sachen wie das GAP. Genau, hier wurde jetzt auch noch ein weiterer Kommentar oder ein Beispiel gebracht, dass Sie ja auch Ihr Facebook-Profilbild, wurde erstmal gelobt, dass Sie das gut finden, dass Sie auch Ihr Profilbild geändert haben mit der Regenbogenflagge und dass es ein bisschen schade ist, dass das jetzt nicht mehr da ist, aber der Pride Month, genau, war auch nur ein Monat. Trotzdem macht die Stadt Bonn ja weiterhin sehr viel, auch zum Beispiel auch mit dem Leitfaden für gendergerechte Sprache, der ja jetzt verabschiedet wird oder wurde. Ne, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben genau sich daran auch orientieren können und sich da auch auf die besser aufstellen können. Als nächste Frage kam hier was rein zum Thema nachhaltige Urbanität oder nachhaltiges urbanes Mobilitätsprogramm. Eine Abkürzung wird hier genannt, SUMP, sagt Ihnen die Abkürzung was? Das steht für Sustainable Urban Mobility Plan. Und der Forsch oder die, es wird jetzt hier gesagt, dass die EU diese SUMPs fördert und Bonn könnte in eintreten, dem Verbund europäischer Städte, die insbesondere im Bereich Verkehr und Verkehrssicherheit einen regen Austausch betreiben. Da ist jetzt keine Frage beigefügt. Nehme ich mal als gute Anregung mit. Nehmen Sie das mal. Muss ich mir mal anschauen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Frage der Verkehrswende für mich ganz oben auf der Agenda steht. Ich war übrigens heute Morgen noch, wenn ich das sagen darf, bei der Gründung des Bündnisses Voreifelbahn, gemeinsam mit den Landräten von Euskirchen und von dem Rhein-Sieg-Kreis. Und das war mir auch ganz wichtig, weil gerade auch die S23 ja eine ganz zentrale Achse für die Bonner Verkehrssituation ist, weil wir unheimlich viele Pendler darüber in die Stadt bekommen, aber auch Studis, Auszubildende, Leute, die Kultur hier in Bonn genießen wollen. Und da müssen wir es unbedingt schaffen, die zweigleisig auszubauen und eben auch endlich zu elektrifizieren. Ja, es ist wirklich krass, wie lange da jetzt nichts passiert ist. Und das war heute Morgen, fand ich richtig gut, dass sich die Stadt Bonn mit den Umlandkreisen zusammengetan hat und auch mit der DB, mit den Verkehrsbetrieben von den unterschiedlichsten Parteien, Fraktionen waren Politiker da und alle haben gemeinsam gesagt, wir wollen das und wir ziehen
da an einem Strang aus Klimaschutzgründen, aber natürlich auch aus im Kern verkehrspolitischen Gründen. Also da ist schon, finde ich, auch interkommunal hier in der Region sehr viel in Bewegung mit Blick auf Verkehrswende und das ist einfach gut. Mhm. Ja, da posten Sie ja auch regelmäßig Beispiele, ne? Jetzt angefangen bei diesem Tempo 30 Modellstadt und viele andere Dinge, die man da auch bei Ihnen immer sehr schön sehen kann. Hier wurde jetzt auch zum Teil ein Kommentar geschrieben, dass Sie bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des NS-Vernichtungskriegs in der Sowjetunion einige Tage vorher abgesagt haben. Da wird kurz gefragt, was der Grund dafür war. Also natürlich ist das Gedenken an den Krieg und die Opfer absolut zentral und wichtig. Ja, das habe ich auch nie in Frage gestellt. Aber das Format der Gedenkveranstaltung hat bei mir schon gewisse Fragezeichen hervorgerufen angesichts auch der Vorkommnisse in der Ukraine im Speziellen, also beispielsweise mit der Verhaftung des Bloggers, der aus dem Flugzeug hinweg festgenommen worden ist. Und wenn es dann eine Veranstaltung gibt, in der explizit gewünscht wird, ja, dass man auf aktuelle Vorkommnisse nicht eingeht, sondern sich ausschließlich dem Gedenken widmet. Ich verstehe das, wie wichtig das Gedenken ist. Das ist, glaube ich, völlig, völlig unstrittig. Und es hat ja auch unterschiedliche Veranstaltungen, beispielsweise auch im Bundestag, dazu gegeben. Aber mit dem Format habe ich mich nicht wohl gefühlt. So, und deshalb habe ich gesagt, möchte ich da nicht teilnehmen. Okay, vielen Dank. Dann auch noch ein wichtiger Hinweis hier als nächstes. Überall am Rhein sind Hinweistafeln zum Schwimmen im Rhein, leider nur in Deutsch. Bonn ist eine internationale Stadt. Es wäre schön, wenn wir das auch an dieser Stelle zeigen würden. Zudem gibt es Menschen. Ich finde das immer großartig in der Sprechstunde, welche Anregungen auch einfach mitkommen. Ja, das werde ich mit in die Stadtverwaltung nehmen und finde den Hinweis auch absolut berechtigt. Mhm. Ja. Da gibt es den nächsten tollen Hinweis. Hallo Frau Dörner, wann werden Sie dafür sorgen, dass in der Altstadt wieder die Nachtruhe eingehalten wird? Also das Ordnungsamt ist in der Altstadt regelmäßig unterwegs und wenn es da Problemlagen gibt, was die Nachtruhe angeht, dann ist natürlich das Ordnungsamt da der richtige Ansprechpartner. Wir haben übrigens etwas sehr, wie ich finde, Innovatives jetzt auch mit diesem städtischen Haushalt beschlossen, nämlich eine Stelle für einen Nachtbürgermeister. Das ist etwas, was wir uns ein bisschen in Mannheim abgeguckt haben. In Mannheim ist das nämlich sehr erfolgreich, der Einsatz eines solchen Nachtbürgermeisters, der nämlich die Aufgabe hat, zwischen Gastrounternehmen, die ja zum Teil auch für den Nachtlärm mit verantwortlich gemacht werden zumindest, ja, deren Gäste zumindest dafür verantwortlich gemacht werden und den Anwohnerinnen und Anwohnern zu vermitteln. Und das funktioniert in Mannheim sehr gut und deshalb wollen wir das jetzt für Bonn auch ausprobieren, also ganz gezielt zu gucken, wie kann man wechselseitig Verständnis füreinander entwickeln. In der Altstadt ich habe selber 15 Jahre in der Altstadt gewohnt, ja, das ist einfach ein Viertel, wo nachts auch was los ist. Und natürlich wollen wir auch, ja, dass es in der Stadt wie Bonn ein Nachtleben gibt, aber da eben zwischen den Interessen der Anwohner, Anwohnerinnen zu vermitteln und denen, die da unterwegs sind, das halte ich auch für wichtig. Mhm. So ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das daran anknüpfen kann, aber Frau Dörner, wie gedenken Sie, mit dem Drogenproblem am Busbahnhof umzugehen? Also das ist natürlich auch ein breites Feld. Ja,
Wir haben dadurch, dass sich die Szene jetzt breiter verteilt, also früher waren die ja sehr konzentriert an einem Standort beim Eingang sozusagen zur DB runter. Jetzt haben sie sich mehr verteilt, die Menschen, die Drogen konsumieren. Und das ist auch das Feedback, das ich bekomme, dass sich andere Menschen, die da unterwegs sind, auch, ja, ich will nicht sagen angegriffen fühlen, ja, aber verunsichert fühlen. Darauf müssen wir als Stadt natürlich reagieren. Wir sind in einem sehr guten Austausch auch mit den Angeboten, die wir für die Drogenkonsumierenden machen, also beispielsweise mit dem Verein für Gefährdetenhilfe, der ja in der Quantiusstraße seine Angebote macht. Und da versuchen wir natürlich immer die Situation in einem guten Zusammenspiel, ja, von Ordnungsamt, Polizei, aber eben auch Angeboten für die Menschen, die da betroffen sind, da zu guten Ergebnissen zu kommen. Zum Thema Klima- und Hitzeschutzpläne. Gibt es da in der Sache Klima- und Hitzeschutzpläne die Moment, sehr kurz geschriebene Frage. Ich nehme die andere. Wird es mehr Projekte im öffentlichen Raum zur NS-Geschichte Bonns geben? Jetzt, wo die NS-Gedenkstätte in städtischer Trägerschaft ist, gibt es da seitens der Stadt Bemühungen, sich mehr mit der NS-Vergangenheit zu beschäftigen? Also, wir haben ja ein sehr großes Projekt, dass wir die Gedenkstätte jetzt umziehen lassen. Die bleibt ja nicht hier im Viktoria-Carré, sondern zieht an einen historischen Ort in Endenich. Das hat auch der Stadtrat übrigens in der letzten Sitzung beschlossen. Das war auch für mich persönlich ein ganz wichtiger Beschluss, weil wir damit natürlich die Chance haben, ja, die Thematik noch mal breiter in die Bonner Öffentlichkeit zu bringen und natürlich auch mit neuen Räumlichkeiten und mit einem neuen Konzept, ja, insgesamt die Thematik noch mal zu vertiefen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Was wir auch machen werden, ist ein Prozess, uns mit dem kolonialen Hintergrund zu beschäftigen. Also wir haben ja beispielsweise die Diskussion gehabt über die Hindenburg-Allee und die Benennung von Straßen bzw. Plätzen, Hindenburgplatz, Entschuldigung, mit dem Hindenburgplatz. Und da hat ja die Bezirksvertretung entschieden, dass das umbenannt werden soll. Und da haben wir aber als Stadtverwaltung, insbesondere unsere Kulturdezernentin, auch eine breitere Aufstellung zu sagen, wir müssen uns das insgesamt angucken. Ja, wie ist so eine Kolonialgeschichte, wie ist dieses in Anführungszeichen problematische Erbe in unserer Stadt repräsentiert. Und da wollen wir jetzt in so einem zweijährigen Prozess rangehen und gucken, wo gibt es eben problematische Straßenbenennungen, beispielsweise Platzbenennungen, und wo müssen wir da auch korrigieren. Hier, genau, jetzt wurde gesagt, dass wir die Frage übersehen haben, haben wir eigentlich gar nicht so doll. Sagen Sie noch mal kurz, warum haben Sie Ihr Profilbild nicht dauerhaft mit einer Regenbogenflagge einfach gelassen? Also um damit für mehr Gleichberechtigung einzustehen und so weiter. Also ich habe das anlassbezogen gemacht. Ja, mein Eindruck ist auch, dass man mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik bringt, ja, wenn man eben einen konkreten Anlass hat. So machen wir das ja auch mit den Flaggen, die wir vors Rathaus hängen. Ja, wir lassen die ja auch nicht dauerhaft, auch nicht die Regenbogenflagge dauerhaft da wehen, sondern wir machen das anlassbezogen. Aber ich bin beispielsweise immer bereit, darüber zu sprechen, wann ist ein guter Anlass. Ich glaube, dass die Stadt Bonn ad hoc die Regenbogenflagge geflaggt hat vom alten Rathaus. Das hat es jetzt vor diesem Deutschland-Ungarn-Spiel nie gegeben. Ja, also insofern war das, glaube ich, schon auch ein gutes Signal. Ja, ich glaube, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Wenn es da Anregungen gibt, ja, also immer her damit. Immer so im Rad zirkulieren lassen. Mal der eine mit der Regenbogenflagge, dann löst man das so staffelstabmäßig ab, dann zeigt der nächste seine Flagge. Warum nicht? Ich fand es übrigens auch sehr schön, ja, dass die Stadt selber, also der Account sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, also nicht nur mein privater Account, sondern auch der Account der Stadt,
ja, hat ja Regenbogen getragen. Ja, wüsste ich auch nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Also mich hat das gefreut. Ja, war ein großes Signal durch das ganze Netz durch. Sehr viel Solidarität. Also ich denke, dass man auch durch solche Aktionen schon was bewirken kann. Ist meine persönliche Meinung. Und von daher Chapeau, dass Sie das überhaupt gemacht haben. Und wenn Sie möchten, zeigen Sie gerne nochmal Flagge. Als nächstes, warum ist der Stadtordnungsdienst personell so viel schwächer als in der letzten Legislaturperiode? Der ist gar nicht personell schwächer, sondern der ist in den letzten Jahren personell aufgestockt worden und ist jetzt mit dem gerade beschlossenen Haushalt nochmal um 7 Stellen aufgestockt worden. 4 allerdings mehr im Bereich der Verkehrsüberwachung. Ich glaube, dass das eine Diskussion sein wird, auch für die nächsten Jahre, wie wir weiter mit dem Stadtordnungsdienst umgehen, auch was personell da an Bedarfen besteht. Das ist ja auch im Stadtrat sehr intensiv diskutiert worden und ich glaube, alle Fraktionen haben deutlich gemacht, dass diese 3 Stellen für sie sozusagen erster Schritt gewesen sind. Ich bin selber jetzt, ich glaube, so vor 2 Wochen, 2,5 Wochen, mal von 9 Uhr abends bis 2 Uhr nachts mit dem Stadtordnungsdienst und der Polizei unterwegs gewesen, um mir die Situation insbesondere an den problematischeren Stellen in der Innenstadt auch anzugucken. Und ich muss sagen, ich habe einfach einen riesen Respekt vor der Arbeit, die die Ordnungskräfte da leisten. Wir haben jetzt an dem Abend keine total brenzliche Situation erlebt, aber die Kolleginnen und Kollegen haben mir von vielen berichtet, ja, wo das dann auch immer wieder auf der Kippe steht, ja, und wie gut geschult und auch psychologisch fit man sein muss, dann auch mit den Menschen gut umgehen zu können. Das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und es ist, glaube ich, Fakt, ja, dass es ein zunehmendes Aggressionspotenzial gerade auch von bestimmten Gruppen, auch von junger Menschen, auch bei uns auf den Plätzen dann mit zunehmender Nachtzeit gibt, ja, auf die wir auch reagieren müssen. Das ist übrigens etwas, was aus allen Städten berichtet wird. Ich habe nämlich selber diese Thematik im Städtetag NRW angesprochen, ja, weil ich hören wollte bei den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Städten, wie ist die Situation bei euch, wie reagiert ihr da drauf? Und wir haben gemeinsam festgestellt, dass da verändert sich auch was und da müssen wir auch drauf reagieren und da werden wir auch gemeinsam als Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin drauf gucken. Dann können Sie bestimmt auch sehr gut jetzt diese nächste Frage beantworten. Sie haben ja gesagt, man braucht da teilweise, ne, psychologisch da ein bisschen Background-Wissen, ne, dass man weiß, wie handle ich in so einer Situation. Denn die nächste Frage ist, wenn das Ordnungsamt nicht kommen kann, weil es andere Einsätze hat, ne, wie wird jetzt gesagt, bei fast jedem Anruf kommt die Person irgendwie nicht durch, darf man da selbst tätig werden? Darf man selbst Ordnungsamt spielen? Na, das darf man natürlich nicht, ja, sondern die Zuständigkeiten des Ordnungsamtes und auch der Polizei sind ja klar definiert und auch voneinander abgegrenzt. Und es ist zwar richtig, dass das Ordnungsamt nicht überall sein kann. Ja, unsere Einsatzkräfte können nicht überall sein, aber wir sind über die Leitstelle erreichbar. Ja, und die Einsatzkräfte sind über E-Mail, sind über Telefon erreichbar. Ich habe mir das, wie gesagt, ja auch in der Zentrale angeschaut. Die Problematik, dass man gar nicht durchkommt und gar nicht irgendjemanden erreicht, die gibt es ab und an. Ja, aber das ist mitnichten der Regelfall. Mhm. Also wenn Sie nicht durchkommen, ja, nochmal anrufen, aber nicht selber tätig werden. Guter Hinweis. Und jetzt wurde die Frage nochmal umformuliert zum Thema Hitzeschutz, weil das war nicht so ganz klar, was da die Frage da war. Nochmal hier neu formuliert. Im Sommer wird es unter Glasdächern sehr heiß. Viele Bahn- und Bushaltestellen in Bonn haben nur Glasdächer. Ne? Wenn man mal hier auf den Wetter von Suttnerplatz zum Beispiel auch schaut. Gibt es Pläne, hier für Schatten zu sorgen, entweder durch Begrünung oder wenigstens durch Folien? Also das ist ganz interessant. Ich glaube, nächste Woche darf ich eine neue
Bushaltestelle, ja. Genau, also eine neue Haltestelle mit eröffnen, die am Dach begrünt ist. Und ich glaube, dass das klar auch die Tendenz sein wird, in Bonn Begrünung auf den Dächern zu haben. Ja, die hat viele Vorteile. Einer ist in dem Kontext schon genannt worden, ist natürlich schattiger und kühler, aber es ist auch für Insekten beispielsweise und für das Klima in der Stadt insgesamt total positiv. Deshalb wird die Tendenz da garantiert hingehen. Und so richtig so Folien, so dass das jetzt quasi optimiert wird, ist da was in Überlegung? Nö, aber das nehme ich mal für die Stadtwerke auch, mit, ne? Wie die das einschätzen. Ja, also ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht beurteilen, ob eine Folie unmittelbar eine positive Wirkung erzielt. Da müsste ich mich erstmal kundig machen, warum das wie gehandhabt wird. Ja, okay. Sehr viele Hinweise hier heute. Super. Hallo, wie viele Sozialwohnungen sind? Eine Sekunde. Die Frage ist, wie viele Sozialwohnungen sind in den letzten 5 Jahren aus der Sozialbindung gefallen? Wie viele wurden ersetzt durch Neubau? Ich muss ja immer so ein bisschen mit den Fragen handeln, so wie sie reinkommen. Also die genauen Zahlen kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber die Situation ist die, dass viele tausend Wohnungen in Bonn aus der Sozialbindung gefallen sind und dass wir das in den letzten Jahren in keinster Weise geschafft haben, da adäquaten Ersatz für zu schaffen. So, und die Frage von öffentlich gefördertem Wohnraum, ich sage das immer, ist die soziale Frage, die wir in der Stadt haben. Und da haben wir jetzt auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Also das eine ist die Frage von Erbpacht. Ja, das habe ich ja, das war eine meiner ersten Amtshandlungen, ja, das eben auch in der Stadtverwaltung zur Entscheidung zu bringen, dass wir städtischen Grund und Boden nicht mehr an Investoren verkaufen, sondern den in Erbpacht vergeben und damit eben den großen Vorteil haben, dass wir Einfluss darauf nehmen können, was da gebaut wird. Also deshalb aus meiner Sicht diese Erbpacht Reform, ja, auch mit einem Absenken des Erbpachtzinses von 4% auf 1%, um das eben auch attraktiv zu machen, beispielsweise für Genossenschaften. Ja, ganz wichtiger Baustein für mehr bezahlbaren Wohnraum in Bonn. Wir entwickeln jetzt das sogenannte Bonner Baulandmodell weiter. Dieses Bonner Baulandmodell ist 2019, wenn ich mich richtig erinnere, eingeführt worden. Ein sehr, sehr gutes Modell, auch wirklich über Bonn hinaus wegweisend zu sagen, bei Neubau, ja, 40% der Wohnungen müssen öffentlich gefördert sein. Diese Quote erhöhen wir jetzt nochmal auf 50%. Also da passiert aktuell in Bonn mit Blick auf öffentlich geförderten Wohnraum wirklich sehr viel. Wir haben jetzt auch in dem schon mehrfach angesprochenen Haushalt beispielsweise zusätzliche Stellen in der Stadtverwaltung geschaffen, um auch umsetzen zu können, dass wenn Wohnungen fehlbelegt sind beispielsweise, dem besser nachgehen zu können, um eben den Entzug von Wohnungen vom regulären Mietmarkt besser unterbinden zu können. Also da schauen wir schon sehr genau drauf, ja, an welchen Hebeln können wir in der Stadt da auch steuern. Aber auch da muss ich sagen, brauchen wir natürlich auch Unterstützung vom Bund und Land, beispielsweise auf der Bundesebene durch eine neue Wohngemeinnützigkeit, durch andere Möglichkeiten eben auch in öffentlich geförderten Wohnraum zu investieren. Als Stadt Bonn versuchen wir auch Grundstücke aktiv, ja, vom Land beispielsweise oder vom Bund zu erwerben. Wir haben ja als Stadt kaum noch Flächen in der Stadt, die in unserem eigenen Besitz sind. Das hätten wir aber gerne, um da eben auch was mit Blick auf öffentlich geförderten Wohnraum entwickeln zu können. Da sind wir jetzt ganz gut im Gespräch mit der Landesregierung. Da hoffe ich, dass wir da was erreichen können. Aber wie gesagt, das sind eben viele Bausteine, die wir da zusammenfügen müssen. Und da gab es noch eine Zusatzfrage, vielleicht wissen Sie das. Wie viele sozial geförderte Senioreneinrichtungen sind durch Bindungswegfall auf den freien Markt gekommen? Das kann ich nicht sagen jetzt von der Zahl her.
Wir haben ja in Bonn sehr viele freie Träger, die, ob das jetzt Caritas oder Diakonie oder andere Träger sind, die Seniorenheime betreiben. Ja. Aber auch da haben wir natürlich eine große Problematik, was die Preisentwicklung angeht. Aber das ist tatsächlich auch eine Problemlage, die insbesondere auf der Bundesebene gelöst werden muss. Wir haben da die Problemlage, dass der Eigenanteil der Bewohnerinnen und Bewohner zum Teil in den letzten Jahren rapide gestiegen ist, sodass sie das überhaupt nicht mehr stemmen können. Und da brauchen wir neue Regularien auf der Bundesebene, das ist klar. Dann bleiben wir mal oder gehen wir mal zu diesem Thema Sowjetunion noch mal so ein bisschen zurück. Plant die Stadt eine Gedenkaktion für nächstes Jahr in Bezug auf den Einmarsch der Wehrmacht in der Sowjetunion? Wie begründen Sie Ihre Antwort? Da kann ich aktuell noch gar nichts zu sagen. Das werde ich mit der Stadtverwaltung besprechen. Eventuell gibt es da auch schon Pläne, aber mir sind die noch nicht bekannt. Und kennen Sie den Lothar von Trotha? Sagt der Name? Ja, der Name sagt da mir was. Da ist die Frage, was plant die Stadt mit dem Grab von Lothar von Trotha zu tun? Stichwort Auseinandersetzung mit Kolonialvergangenheit. Das kann ich jetzt ad hoc auch nicht beantworten. Ja, ich weiß, dass es da eine größere Diskussion drüber gab, wie wir damit umgehen. Da müsste ich mich auch noch mal kundig machen. Aber das ist natürlich, finde ich, ein relevantes Thema, ja, dem wir uns als Stadt auch widmen müssen. Das ist klar. Liebe Frau Dörner, auch Frau Baerbock ist für Luftfilter in Schulen. Werden Bonns Grundschulen und Kitas noch in den Ferien mit Luftfiltern ausgestattet? Also ich glaube, man muss da differenzieren. Ja, also zum einen haben wir in Bonn die Klassenzimmer, die nicht gelüftet werden können, mit mobilen Geräten ausgestattet. Das waren in Bonn nicht so viele. Jetzt gibt es ein neues Förderprogramm auch des Bundes, um die Klassenzimmer sicherer zu machen. Das finde ich auch sehr gut. Wir haben das städtische Gebäudemanagement als Krisenstab, also der Krisenstab hat offiziell das städtische Gebäudemanagement beauftragt, jetzt über die Ferien sich die Schulen anzugucken und uns einen Vorschlag zu machen, wie wir dieses Bundesprogramm auch nutzen können. Da geht es eben nicht um mobile Geräte, ja, sondern da geht es um Luftfilteranlagen, die sozusagen stationär sind und damit natürlich auch deutlich nachhaltigere Investitionen. Da sind wir gerade dabei, beziehungsweise das städtische Gebäudemanagement ist dabei, da Vorschläge zu erarbeiten. Aber das werden wir nicht über die Sommerferien logistisch hinbekommen. Also das ist nicht realistisch angesichts der Anzahl von Klassenzimmern, die wir haben. Das Bundesprogramm können wir auch bis zum Herbst hinein beantragen. Das werden wir sicher tun. Aber nach den Sommerferien alle Klassenräume mit nicht mobilen Luftfilteranlagen auszustatten, das werden wir nicht können. Das wird übrigens auch keine andere Stadt tatsächlich logistisch leisten können. Das ist ein großes Thema gewesen, auch beim Deutschen Städtetag. Da haben sich die Oberbürgermeister auch darüber ausgetauscht. Ja, und die einhellige Meinung war, wir wollen das natürlich machen, ja, und wir wollen das auch nutzen, die Möglichkeiten, die uns da geboten werden. Und natürlich da, wo nicht adäquat gelüftet werden kann, ja, da sollen auch mobile Geräte hin. Aber die Zeitschienen, die da zum Teil im Raum stehen, die sind nicht realistisch. Ich glaube, das war jetzt unsere erste Corona-Frage heute hier, oder? Ja, das ist interessant. Wurden noch nicht so viele Corona-Fragen. Was haben wir für eine Inzidenz momentan? Ich glaube, die war vor ein, zwei Wochen einstellig. Ja, wir sind heute, haben wir, glaube ich, 4,9. 4,9, also, immer noch einstellig. Genau. Sehr schön. Und hier kam der Kommentar, danke, Erbpacht ist eine gute Idee. Ne? Also, Sie bekommen auch Lob hier. Und wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit. Das heißt, es wäre jetzt Ihre letzte Chance, im Chat auch noch Ihre Fragen zu stellen oder gerne auch Kommentare. Das wird ja hier dokumentiert. Und genau, Frau Dörner leitet die Sachen ja dann teilweise auch in die Wege. Hier haben wir jetzt noch eine Frage zum Thema
Es gibt hier ein paar Beispiele, die genannt werden, von namenswerten Initiativen. Mönchengladbach und Lilienthal als diesjährige Gewinner des EU Awards Mobility Week. Haben Sie davon gehört? Noch nicht, aber jetzt, deswegen wahrscheinlich auch der Hinweis. Und dann ein Kommentar, mir scheint, dass es in Bonn im Hinblick auf Fachkenntnisse hin zur Umsetzung einer Verkehrswende mangelt, strategische Konzepte fehlen. Ich meine, das hatten wir jetzt eben schon mal, dieses SUMP, was die Stadt Bonn noch nicht hat wohl. Und genau. Naja, aber daraus würde ich mitnichten schließen, dass die Stadt keine Konzepte für die Verkehrswende hat. Wir stellen uns jetzt gerade auch insbesondere mit Blick auf die Frage, wie können wir Fördermittel besser akquirieren, als das noch in der Vergangenheit der Fall war, auch neu auf. Auch dafür haben wir zusätzliche Mittel jetzt im Haushalt beschlossen, was ich auch extrem wichtig finde. Also wir haben zum ersten Mal im Haushalt ein eigenes Budget verankert, das uns die Möglichkeit gibt, eben auch bei größeren Fördermaßnahmen einen Eigenanteil zu finanzieren. Das ist ja meistens so, dass eine Fördermaßnahme ausgeschrieben wird und dann wird ein Eigenanteil der Kommune erforderlich, den die Kommune dann oft nicht leisten konnte oder nicht leisten kann. Und dafür haben wir jetzt Vorsorge getroffen als so eine Art Hebel, ja, mit diesem Geld dann deutlich mehr Fördermittel auch für die Verkehrswende akquirieren zu können. Und das werden wir jetzt auch sehr stringent angehen. Wir haben jetzt beispielsweise, wie ich finde, auch einen sehr wichtigen Beschluss gefasst, was das Rheinufer angeht. Auch im Zusammenhang mit einem großen Wettbewerbsverfahren, das Rheinufer unten am Prassertufer auch autofrei zu machen. Also da passiert jetzt wirklich viel. Und natürlich müssen wir die einzelnen Komponenten, ob das jetzt Radinfrastruktur ist, ob das ÖPNV-Ausbau ist, auch gut zusammendenken. Aber da sind wir meines Erachtens jetzt auch gut dabei. Und ich denke mal, dass das unsere letzte Frage sein wird. Ist geplant, die Nebenkosten für Mieter zu senken, Absenkung der Grundbesitzabgabe von 680% in Bonn und wird von Mieter an Mieter weitergereicht? Also gibt es da eine Möglichkeit, sehen Sie da was, wie man die Mieter entlasten kann? Also jetzt die Steuern in Bonn zu senken, das ist in der aktuellen Situation nicht in der Diskussion. Sowas müsste man ja auch mit dem Haushalt abbilden. Wir haben gesagt, wir wollen möglichst keine Steuererhöhungen in dieser Wahlperiode. Die Haushaltssituation der Stadt stellt sich aber nicht so dar, ja, dass man über Steuersenkungen sprechen könnte. Wir haben natürlich auch die Situation, dass mit Corona eine deutliche Belastung auch auf die öffentlichen Haushalte zukommt. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir sehr viele Mindereinnahmen, die wir hatten und auch zusätzliche Ausgaben, die wir hatten ja beides. Ja, wir hatten beispielsweise im ÖPNV deutliche Mindereinnahmen, weil die Leute keine Tickets gekauft hatten. Wir haben deutlich weniger Steuern eingenommen im Bereich Gewerbe. Ja, die Gastro war zu. Da haben wir dankenswerterweise von Bund und Land sehr viel erstattet bekommen. Sonst hätte unser Haushalt auch jetzt nicht so ausgesehen, wie er jetzt aussieht. Und da sind wir gerade auch über den Deutschen Städtetag beispielsweise in Verhandlungen mit der Bundesregierung und auch mit der Landesregierung, dass wir da auch in den nächsten Jahren Unterstützung brauchen, um die ganzen Folgekosten, Mindereinnahmen, die uns Corona jetzt leider beschert hat, irgendwie in den kommunalen Haushalten auch ausgleichen zu können. Deshalb stellt sich aus meiner Sicht diese Frage von Steuersenkungen ja in dem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mhm. Vielen Dank, das waren wieder sehr spannende 45 Minuten. Viele unterschiedliche Fragen. Frag die UB mit Ihnen. Ja, ging heute mal in eine ganz andere Richtung als bei den Malen davor, aber das ist ja das Schöne an dem Format, dass man immer auch mal unterschiedliche... Wir hatten nicht so viele Corona-Fragen, was sehr positiv ist, ja, aber nichtsdestotrotz bleiben wir in der Stadt Bonn auch Team Vorsicht. Ja, und gucken uns die Entwicklung sehr genau an. Und wenn ich das vielleicht zum Abschluss hier darf, wir können jetzt endlich auch mobile Impfaktionen machen. Das wollten wir ja schon sehr lange und wir bekommen jetzt endlich zusätzlichen Impfstoff. Auch danke dafür, auch an die Landesregierung. Und wir starten am Samstag in Tannenbusch im Haus Vielenbusch.
Und ist wirklich die Aufforderung und die Bitte, wenn Sie noch nicht geimpft sind und wenn Sie keine anderen Möglichkeiten für sich sehen oder auch überhaupt, ja, dann kommen Sie vorbei. Wir impfen mit Johnson & Johnson, muss man sich nur einmal impfen lassen und schützt sich damit, schützt aber auch die Gemeinschaft. Es ist extrem wichtig, dass wir es schaffen, eine möglichst hohe Impfquote auch schon jetzt vor dem Herbst zu erreichen. Deshalb das dringende Plädoyer, kommen Sie vorbei und lassen sich einfach und schnell impfen. Ja, vielen Dank. Sie sind fast voll geimpft? Noch nicht. Fast voll? Fast. Einmal geimpft. Nächste Woche. Ja. Wir sind hier geimpft und genau. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben, dass Sie auch die Chance nutzen, mit Frau Dörner ins Gespräch zu kommen. Und wir freuen uns sehr auf die nächste digitale Sprechstunde mit Ihnen. Genießen Sie den Sommer. Genau. Jetzt erstmal schönen Sommer. Ja. Bis bald. Bis dann.